Hallo Leute, heute zeigen wir euch, wie man einen Traumfinger selber macht. Dafür wirst du benötigen einen Zirkel, ein Stück Karton, eine Schere, zwei Stoffknäuel unterschiedlicher Farbe und eine Nadel. Schritt 1. Die Traumfingerkreise vorbereiten. Ziehe drei Kreise auf den Karton. Der erste und zweite Kreis sind gleich groß und kleiner als der dritte Kreis. Schneide die Kreise aus. So sehen die Kreise jetzt aus. Schritt 2. Den Traumfänger mit Woll ummanteln. Mache einen Knoten um den Traumfängerring. Wickel die Rolle um den Traumfängerring. Und jetzt muss man immer weiter wickeln. Und man kann wickeln, während man Fernseher schaut oder am Auto, solange man nicht der Fahrer ist. Knote am Ende die Wolle mit dem Anfangsknoten zusammen. So sollten die Ringe jetzt aussehen. Schritt 3. Bereite das Traumfängernetz vor. Knote nun die Schnur an den Traumfängerkreis. Das Basisnetz soll ca. 6 Mal an dem Kreis gebunden werden. Hier wird es das erste Mal rumgewickelt. Hier das zweite Mal und dann das dritte, das vierte, das fünfte und das sechste Mal. Knote zwischen den Punkten der Basisschicht die Schnur für die Mittelschicht fest. Knote nun die Schnur der dritten Schicht an den Mittelpunkten der zweiten Schicht fest. Wiederhole diesen Vorgang auch bei den anderen Kreisen. So sollte es jetzt aussehen. Schritt 4. Verbinde die Traumfängerkreise. Verbinde die Traumfängerkreise durch einen Knoten. Jetzt sieht es so aus. Schritt 5. Die Federn an den Traumfängern anhängen. Binde die Feder an die Schnur und die Schnur an den Traumfängerkreis. Schneide den überschüssigen Faden ab. Jetzt bist du fertig. Viel Spaß damit!